Schon immer wollte der Mensch gerne fliegen, so wie die Vögel. Endlich nach unzähligen vergeblichen Versuchen hatte es auch geschafft. Aber nur, weil es die Natur zuerst hatte. Wenn wir von Vögeln sprechen, nirgends auf der Welt gibt es eine größere Vielfalt als auf der Insel Midway. Zum Beispiel die Seeschwalbe mit ihrem klagenden Schrei und ihrer zarten Schönheit. Das Nest der Seeschwalbe ist außergewöhnlich. Nur ein Ei. Gefährlich balancierend auf einem schwingenden Ast. Man sagt, dass das Junge mit den Füßen zuerst aus dem Ei schlüpft. Hat es aber erst einmal Fuß gefasst, kann es praktisch nicht mehr herunterfallen. Die Seeschwalben sind ruhig, still und freundlich. Ganz anders die Rußschwalben, die bei der geringsten Störung auffliegen und ihr Missfallen hinausschreien. Die große Attraktion der Midway-Inseln ist der wunderschöne Albatros. In der Luft sind diese Vögel herrlich anzusehen, wie sie anmutig und scheinbar mühelos dahinsegeln. Wenn der Albatros landet und seine Flügel faltet, ist allerdings ein Großteil seiner Eleganz dahin. Am Boden ist er nur ein lahmer Vogel. Er hat eine so watschlige Art zu gehen, dass es fast lächerlich wirkt. Er ist eben nicht für das Land geschaffen. An seinen knochigen Beinen sind große Schwimmfüße. Sie sind gut zum Schwimmen. Ach, wie fällt das Laufen schwer. Das Nest des Albatros ist nur ein Ei im Sand. Die Alten setzen sich nie auf das Nest, ohne sich vorher mit dem Ei unterhalten zu haben. Der Junior ist ein wuscheliges Federbündel und stellt eine große Verantwortung dar. Viele Stunden müssen die Alten im Meer fischen, um eine ausreichende Mahlzeit heimzubringen. Der Tanz der Albatrosse ist ein unvergessliches Erlebnis. Es scheint nur ein Spiel zu sein, denn es dauert auch nach der Paarungszeit an. Die Aufforderung zum Tanz ist eine Folge graziöser Verbeugungen. Wenn ein Partner gefunden ist, dann beginnt der eigentliche Rhythmus. Das amerikanische Wort für Albatros, Guni, bedeutet an sich Dummkopf. Und der Tanz der Vögel wird dieser Deutung durchaus gerecht. Die schwarzen Albatrosse haben sogar einen noch lebhafteren Tanz. Und sie wirken dabei noch komischer als ihre weißen Verwandten. Wenn ein Albatros in die Luft steigt, kostet es Anstrengung, den schweren Körper vom Boden zu heben. Aber bald sind die Flügel ausgestreckt und mit einer Spannweite von mehr als 2 Metern steigt der Albatros majestätisch in den Raum. Die Neugier des Menschen ist nicht zu bändigen. Der Wissensdurst treibt ihn, nach Ungewöhnlichem zu suchen. Er führt ihn zu weit entfernten und einsamen Plätzen, wie zum Beispiel die Insel Guadeloupe, fast 200 Meilen westlich von der Küste Mexikos. Worauf ist er diesmal aus? Welche unbekannten Dinge haben sein Interesse geweckt? Oh weh, ein Seeelefant! Noch vor ein paar Jahren glaubte man, diese scheuen Tiere seien ausgestorben. Sie waren einst wertvoller Lieferant von Öl und wurden zu Tausenden abgeschlachtet. Ein großer Elefantenbulle wiegt so seine stattlichen 5000 Pfund. Er ist etwa 5 Meter lang und seine Nase ist wirklich einmalig. Sie ist fast 60 Zentimeter lang.
Irgendwie überlebten einige dieser Tiere und jetzt wächst ihre Zahl wieder langsam. Den Seeelefanten plagt eine weit verbreitete Krankheit. Sie soll auch Menschen anstecken. Papa ist nicht das einzige Opfer. Mama hat es auch schon. Und das Baby kann natürlich dann keine Ausnahme bilden. Kaum zu glauben, obwohl der Seeelefant eigentlich nicht der Typ dazu ist. Aber er hat mit dem Menschen noch ein anderes Leiden gemeinsam. Er hat Magengeschwüre. Auch in diesem lächerlichen Fall der Magengeschwüre, die für den modernen Menschen so typisch sind, gilt die Natur zuerst. Wenn ein Psychiater die Menschheit als Ganzes untersuchen würde, so könnte er sich der Tatsache nicht verschließen, im Hinblick auf die Beschaffenheit der Welt, dass die Menschen geistig, moralisch und seelisch krank sind. Sucht er die Ursache dieser Krankheit, so stellt er fest, dass der Mensch nicht mehr fähig ist, das Erstanrecht zu erkennen. Lassen Sie uns kurz über dieses Recht nachdenken. Wenn wir denken, dann gebrauchen wir unser Gehirn. Woher kommt aber das Gehirn? Es ist ein wunderbares Ausrüstungsstück. Hat es der Mensch durch wachsenden Gebrauch entwickelt? Forscher auf diesem Gebiet sagen, dass kein Mensch, auch nicht der Klügste, mehr als 0,2% seiner geistigen Kapazität ausnützen kann. Offensichtlich wurde das Gehirn nicht durch Gebrauch entwickelt. Daraus darf man schließen, dass es der Mensch von dem erhielt, der ihn erschaffen hat. Gott hat zweifellos ein Anrecht auf unser Leben, weil er uns alle erschaffen hat. Aber wissen Sie auch, dass er ein noch größeres Anrecht besitzt? Es ist das Kaufrecht. Gott sagt, ihr seid nicht euer eigen. Ihr seid teuer erkauft. Gott kaufte uns nicht, um uns zu versklaven, sondern zu befreien aus der Knechtschaft der Sünde. Und der Kaufpreis? Das Leben seines eigenen Sohnes, freiwillig gegeben. Gott bekundete seine Liebe zu uns darin, dass obwohl wir Sünder waren, Christus für uns starb. Ja, Gott hat ein Anrecht auf unser Leben, weil er uns erschaffen und weil er uns erlöst hat. Er hat ein Anrecht auf unseren Gehorsam. Gott hat uns niemals aufgefordert, Böses zu tun, noch gehindert, Gutes zu vollbringen. Er hat ein Anrecht auf unser Vertrauen. Niemand kann sagen, ich vertraute Gott, aber er verließ mich. Und er hat ein Anrecht auf unsere Liebe. Denn wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt und sich für uns hingegeben hat. Das also ist sein Anrecht. Haben Sie es schon anerkannt in Ihrem Leben?